nehme an, das wird nicht ganz einfach. Es wird das weiterhin machen, während seine Macht wächst. Ihr solltet es vielleicht vorher stoppen. Ich würde in den Gruften anfangen. Noch mehr Untote, das war zu erwarten. Das ist clever. Den Müllhäcksler für die Untoten benutzen. Bei uns im Norden entsorgen wir unseren Müll, indem wir einen hungrigen Drachen beschwören. Mein Onkel hat auf diese Weise einen Arm verloren. Die ideale Arbeit von den Bogenschützen. Was uns alle umbringen? Nein, da drauf. Das Ding mal aktivieren. Ich sterbe hier. Hast mich umgebracht. Wenn du da reinläufst. Du hast mir vor uns auch schon immer wieder Schaden gemacht. Darfst du ja nicht reinlaufen, dann nicht die ganze Zeit getötet. Was? Passt auf die Statuen auf, sie sind lebendig. Das ist definitiv kein Zwerg. Das Böse muss sich belegen. What the fuck? Ja, sorry, ich hab eine Fähigkeit drauf gemacht. Der andere Film schlägt einmal drauf. Erinnert mich daran, niemals Statuen als Deko aufzustellen. Könnte man das? Warum liegen hier so viele tote Leichen? Ich werde jetzt genau das sagen, was wir eigentlich nicht sagen sollen. Ich liebe es, das Böse tot zu stampfen. Das könnte ich den ganzen Tag lang machen. Seht im Funkensaal nach. Wie gerade das Böse neigt dazu, etwas für Macht übrig zu haben. Ein guter Tropfen. Der Thronsaal ist direkt mit dem Müllhäcksler verbunden, oder? Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass das Böse jetzt bei voller Kraft ist. Ihr wisst, was das bedeutet. Wow. Bei einem Endgegner bedeutet das. Okay. Aus irgendeinem Grund fühlt sich dieser Saal nicht sehr einladend an. Das unaussprechliche Namenlos. Böse. Und zu der Player wieder nicht draufschießen. Der will uns das machen lassen, oder? Wieder nur das Schild. Spike. Das Böse ist vielleicht unaussprechlich, aber nicht unverletzlich. Weiter so. Immer her damit! Ich glaube, der mag uns das alleine machen lassen. Immer her damit! Er wird jeden Augenblick wieder in die Unterwelt verschwinden, aus der er gekommen ist. Er hat einmal drauf gehauen, aber tot. Rüstung verbessert. Böses verhindert. Das Böse besiegt. Hier zumindest. Um Zane müssen wir uns natürlich trotzdem noch kümmern. Aber zumindest wird Ancaria nicht... Nicht? Nicht? Nicht?
Ja, jetzt habe ich eine Rüstung auf mit einer Eishand. Ich habe einen zweiten Arm gekriegt sozusagen. Und mein Engelsflügel oder whatever das auch darstellen soll, vorne bei mir im Bauch, der hat jetzt auch einen zweiten Flügel, also im Prinzip. Und das hier, oder? Oh. Senkmarschen. Sumpfdorf zurück. Oh, der Spike macht da überall mit, hä? Ja. Spaß dran. Mördersboard, danke. Spruch hatten wir gerade schon. Ja, komm, ey. Super. Lieb dich auch. Hat mich das Ding festgehalten und dann hat mich 3 solche Kugeln getroffen. Nochmal, aber dieses Mal mit Gefühl. Lass die Dinger da, diese Kugeln rollen. Nochmal, aber dieses Mal mit Gefühl. Buch hatten wir vor einigen Sekunden. Ja, war der Charakter, hat jetzt was gesagt. Jetzt auch was. Voll diese Alkoholiker. Keine Alkoholiker. Eine Blutoholik. Wo können wir da zurück? Mitten im Kampfgebiet. Wir doch bloß irgendwie Schleimkugeln rum. Schön genug. Von Azab. Frag. Hauptmission, oder? Los, ja. Eine Stunde 23. Wir bitten euch, etwas zu tun, was ihr noch nie getan habt. Bist du sicher? Denn ich habe viel getan und ich meine viel. Es geht um diesen alten Tempel, den wir entdeckt haben, der einen magischen Schrein bewahrt. Natürlich. Wenn die Legenden stimmen, ist dieser Schrein die einzige Hoffnung für Ancaria. Mein magischer Schrein soll angeblich Schnee bringen. Natürlich schneit es bei uns im Norden immer. Tja, nun, während wir mit Zanes Armee beschäftigt waren, kann sich das Herz von Ancaria kaum noch am Leben halten. Und wenn das Herz stirbt, dann stirbt Ancaria. Aber wenn wir die Energie des Schreins irgendwie aktivieren können, sollte sie das Herz wiederbeleben. Ein Versuch wert. Jetzt seid ihr also in dem Lager, wo wir die Ruinen fanden. Fahrt einfach die Brücke aus und lasst uns diesen Schrein finden. Tut mir leid. Ich arbeite nur in dunklen, unergründlichen Umgebungen. Das steht so in meinem Vertrag. Dann gehen wir halt wieder. Du hast eine riesen Teleportaktion, oder wie? Und ich bin hier. Die Brücke schützt das Lager vor wilden Tieren. Bleibt also wachsam. Und hier endet unser friedvolles Zwischenspiel. Die sehen nicht wie wilde Tiere aus. Ich weiß nicht, was wir hier vor uns haben.
die Ruinen. Genau nach Plan. Hab ein gutes Gefühl bei der Sache. Haltet nur die Augen offen, wenn sie wieder fallen, okay? Belebe uns wieder! Ah. Ich sterbe hier. Das waren ein paar Truppe. Wir sind alle gestorben. Ja, ich wollte euch eigentlich wiederbeleben. Lager, wo wir die Ruinen fanden. Fahrt einfach die Brücke aus. Nice one, Alter. Tut mir leid. Ich arbeite nur in dunklen, unergründlichen Umgebungen. Das steht so in meinem Vertrag. Wer hat das gemacht? Entscheidung schützt das Lager vor wilden Tieren. Bleibt also wachsam. Kann ich auch auf der anderen Seite stehen bleiben von der Falle? Tolles Zwischenspiel. Hast du oben eine Kiste oder? Ja. Die sehen nicht wie wilde Tiere aus. Ich weiß nicht, was wir hier vor uns haben. Erst diese Würmer, die auf dem Boden da kommen. Machen so scheiß viel Kackschaden. Die Ruinen, genau nach Plan. Ja, es ist eh egal, ob ich Leben habe oder nicht. Halt die Augen offen wegen der Fallen, okay? Belebe uns wieder! Meine Mutter hat mir vor dem Einschlafen immer Geschichten über diese Ruinen erzählt. Können wir leider nicht. Und dann habe ich von Schätzen geträumt, die hinter den Mauern versteckt sind. Sieht nach einer Sackgasse aus. Aufgepasst! Das Rad hat eine Säule angehoben. Ui. Mach das doch mal. Vielleicht nicht, gut. Na ran, was seht ihr? Die Säulen bilden einen Weg. Ihr habt es bald geschafft. Ja, Gott sei Dank bin ich hochgelevelt, da krieg ich nämlich mal Leben. Alter, es wackelt nur noch die Kamera. Eine Auto-Aiming-Schüsse brauchst du dafür. Der Weg ist frei. Geht einfach weiter und lasst uns sehen, was da ist. Ach, und rettet das Herz von Ankaria. In diesem Spiel gibt's keine Wallruns, oder? Defen Geist. Keine Ahnung. Der Tempelgarten. Das ist die Stelle, wo meine Mutter immer die irre Pflanze gespielt und versucht hat, mich zu fressen. Tja, ist jetzt irgendwie nicht so lustig. Der Alte bricht den Schlüssel in Stücke-Trick. Aber ihr seid schlau genug, um herauszufinden, wie ihr das hinbekommt. Das Tor ist verschlossen. Dann fehlt noch. Aber es sollte einen Schlüssel dafür geben. Ich wusste, dass ihr würdig genug seid, den Ausweg aus dem Garten zu finden. Na, versteckt die Schlüssel eigentlich wieder? Sind sehr großzügig zu uns, was Monster betrifft. Nochmal! Die erste Runde geht auf mich. Wunderbar. Prost.
Könnt ihr euch überhaupt vorstellen, wie es hier früher aussieht? Nein. Wir müssen uns auf die Rettung des Herzens konzentrieren. Oh, warum sieht hier so scheiße aus? Weh zu tun. Ich spüre, dass mit der Decke irgendwas nicht stimmt. Achtung. Hat keiner die Fähigkeit Fallen entschärfen? Echt nicht? Ich sterbe hier. Ich sterbe hier. Warum wohl? War ein Spitzenleben getötet. Oder lebt sogar noch jemand? Also wird's böse, jetzt kombinieren sie schon Ihr die Fallen. Ihr habt es unverletzt hinausgeschafft. Was? Alter. Das Tor. Genau wie meine Mutter es beschrieben hat. Irgendwas Safe Point? Ich glaube nicht, dass er das alleine schafft. Oder jene, die wissen, wie man es auflädt. Nee, muss er kämpfen, von dem her, ja, da schafft er schon. Du musst ja bloß ein bisschen kämpfen, dann kriegst du ja wieder von diesen Fähigkeiten oder von den Punkten. Mhm. Dürfte kein Problem haben, gegen sein Viech zu kämpfen. Was sind das eigentlich für braune Viecher da? Die sind so scheiß stark. Die setzen sich in den Boden und dann machen die Würmer. Die machen mir so viel Schaden. Einen Hektar. Ja, gleich. Verliert vor allen Dingen gar kein Leben, weißt du? Ja. Overleveled. Sterben. Jetzt nur noch ein kleiner Spaziergang durch den Sumpf. Dann solltet ihr den Schrein sehen können. Ach, so möchte ich dich fortbewegen sehen, Lars. Krabbeln kleine Insekten. Haben sie wirklich gedacht, dass sie nicht gesehen werden? Warum haben wir...